Und jetzt bitte ich alle Leute aufzuzeigen, die, bevor sie sich ihr Grundstück gekauft haben, im Flächenwidmungsplan angeschaut haben von der Umgebung. Genau, ich auch nicht. Das sind einfach Fakten und auf die werden wir reagieren, aber du willst noch was sagen? Wegen dem Verkehr, du hast schon recht, die Jugend ist viel mit dem Rad und so weiter unterwegs, ihre Arbeiten fahren und so weiter. Es ist in jedem Haushalt mindestens ein Auto, meistens zwei Autos, Parkplätze, beziehungsweise wie bringst du die Autos vom Sportplatz um, jetzt bei der alten Sportplatz, runter in die Bundesstraße? Das wird noch Teil eines Verkehrskonzepts, das hat sich der Bau- und Raumordnungsausschuss dafür ausgesprochen, auch da in der Bebauung dort ein Verkehrskonzept im Vorfeld zugrunde zu legen. Aber man muss jetzt das war ein großes Thema, das aber lang diskutiert, da wird mir jetzt jeder beistimmen, der dabei war. Das war eines der heftigsten Themen, das diskutiert worden ist, aber man muss die Angst jetzt, glaube ich, ein bisschen wegnehmen, weil wer kann sich erinnern, wann das erste Haus dort, wo jetzt das Friederhaus ist, neben der Pfarre von Enstaler dahinter, wann ist das erste gebaut worden? Vor, was haben wir gesagt, 12 Jahren? 10 Jahren? 10 Jahren. Und das letzte wird jetzt gebaut. Das heißt, 10 Jahre ist der Horizont für dort gewesen. Das heißt, wir gehen jetzt nicht davon aus, und das ist auch, deswegen suchen wir auch dort eine große gemeinsame Lösung mit einem Investor, um das sanft und nachhaltig, und in der Zeit findet der Verkehrswandel statt, zu bebauen. Das heißt, wir fangen dort hinten an, bei der ersten freien Fläche, und derjenige, der bebaut, der kriegt natürlich die Vorgabe, und das ist in der Raumordnung so vorgesehen, das wird der Herr Radasch jetzt bestätigen, dass ich vom Ortskern hinaus baue. Das hat einerseits für uns wahrscheinlich den Vorteil, dass ich den Sportplatz noch bis der andere fertig ist nutzen kann, ohne dass ich woanders was zahle, also so ein Jahr in der Übergangsfrist. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt die Enstaler schon braucht, oder hinten 10 Jahre für die Vierhäuser, dann kann man sich ungefähr vorstellen, derjenige Bauträger, der dort baut, der nimmt es jetzt, weil es als Ganze im Angebot ist. Der baut es so, wie wir es ihm im Architekturwettbewerb vorgeben, weil du das bei so einer großen Fläche machen kannst. Der baut uns einen Kindergarten mit, damit die Leute dort nicht mit dem Auto zum Kindergarten fahren müssen. Der baut uns dort den multimodalen Knoten mit, dass der eine oder andere aufs eins oder ganz auf zwei Autos verzichtet, dass er sich dort ausborgen kann. Dann habe ich den schon weniger und das garantiert uns das, dass dort die nächsten 20 bis 30, vielleicht sogar länger Jahre, sukzessive, wenn die Wohnung für Wohnung verkauft ist, gebaut wird, weil die Bauträger bauen und verkaufen. Die bauen dann, wenn sie ihre Wohnungen verkauft haben. Die werden nämlich heutzutage vorher verkauft, bevor es gebaut wird. Deswegen wird das lange, lange dauern. Das heißt, dort kommen wir nicht jetzt, wenn wir den Flächenwidmungsplan haben, weil sonst werden nämlich alle Flächen schon verbaut, die wir vor 10 Jahren gewidmet haben, und das ist auch noch nicht passiert. Das heißt, wir haben dort einen Zeithorizont von 30 Jahren, wo das langsam verbaut werden wird. Passiert nicht auf einmal. Wenn die Kinderspielplätze, hat nicht gemeint die Gemeinde, sondern es gehört den Bauträger gesagt, ob einer gewissen Menge ein kleiner Spielplatz für die kleinen Kinder, weil die gehen natürlich nicht in ein Freizeitzentrum runter, sondern will vor Ort spielen, wo die Eltern in der Nähe sind. Es ist im Baugesetz eindeutig geregelt und wird bei jedem Bauvorhaben, das eine gewisse Größe hat, vorgeschrieben. Das heißt, das muss jeder machen. Ja. Gibt's? Wo ist die nächste Frage? Darf ich kurz? Ja, bitte. Also das Thema Kinderspielplätze, das ist mir schon wichtig und da bin ich nicht ganz d'accord mit dir, Stefan, dass man sagt, man baut ein großes und verzichtet dafür auf 3, 4 kleine. Also ich glaube schon, dass wir auch im Ort Spielplätze brauchen werden in Zukunft. Ja, kein Ganzlauf ist auch noch vorgesehen, aber schauen. Wir wollten schon einmal machen. Du weißt, wovon ich spreche. Es ist nicht so leicht. Und das mit dem Verkehr vom jetzigen Spielplatz, wenn der verbaut wird, war eigentlich mein größtes Thema. Und deswegen hat der Stefan einige schlaflose Nächte gehabt noch vor ein paar Wochen, weil wir gesagt haben, wir verweigern die Zustimmung zum Flächenwidmungsplan, sondern dort nicht das ordentlich gelöst ist. Und es ist jetzt de facto so, dass wir nur verkaufen, wenn ein ordentliches Verkehrskonzept vorliegt. Und es bedarf auch selbst nach der Umwidmung noch immer der Zustimmung der Gemeinde, ob das Gemeindegrundstück verkauft wird oder nicht. Und so lange, wie der Bauträger, der das kaufen will, kein ordentliches Verkehrskonzept vorlegt, wird zumindest einmal meine Fraktion nicht dafür sein. Das ist alles gedacht worden. Wo ist die nächste Frage?
Zebrastreifen aus? Ja, das ist das Zweite, was ich gut verkaufen hätte können, neben die Wohnstraße, Zebrastreifen. Zebrastreifen, der Schutzweg der Gemeinde, den kriegt man eben nicht. Und ich habe mich, ich hab vor kurzem einen Termin im Land gehabt, mich wirklich furchtbar darüber aufgeregt, wie unterschiedlich Dinge ausgelegt werden, weil wir dürfen bei uns aufgrund der Straßenverwaltung nicht einmal da fahren, die weißen Strich durchziehen. In Trofeier gibt es einen Platz, der schon aus wie ein Orientteppich. Das heißt, das ist auch sehr stark abhängig, was darf ich wie tun. Und wir dürfen, was das angeht, ob es Zebrastreifen sind, ob es, was wir noch wollen, Anwältige sagen, relativ wenig tun. Wir kämpfen dafür und es sind oft Verkehrszählungen durchgeführt worden auf Bundesstraßen. Manche Dinge verstehe ich überhaupt nicht, warum man sie nicht machen darf. Wir bemühen uns immer wieder, wenn diese Anliegen kommen, damit wir es bringen. Da kommt immer als Argument zu, wie die meisten Leute, wenn am Zebrastreifen zusammengeführt, liegt daran, dass halt durch die meisten Leute drüber gehen. Hätte ich jetzt gesagt, aber es gibt da andere Sichtweisen. Genau, wir werden warten müssen, bis manche Leute in Pension sind. Vielleicht kriegen wir dann den einen oder anderen Zebrastreifen. Ja, da oben ist er sicher, ich weiß es nicht. Ja, ja. Ich weiß, diese ganzen Argumente, die bringe ich auch immer wieder, wir kriegen es nicht genehmigt. Noch eine, da hinten. Guten Abend. Ich hätte eine Frage, wenn ein Nahtdeckerweg, der ist dort, wo der Fleck und Flecker ist, und der ist extrem schmal, eigentlich gern breiter, nicht schneller, weil jetzt wird ja der Nahtdeckerweg und hinten die Backerstraße, der hat eine Backerstraße, wo die Birkengasse normal ist. Und der Nahtdecker, weil weg geht es rein und dann jetzt links, da ist die, dann hast du wieder Backerstraße. Der wird jetzt weiterbaut, das ist schon ausgemessen worden. Und wir haben ein Problem, wenn wir rausfahren oder reinfahren in den Nahtdeckerweg, die Straßen so schmal, und dann in Grün kommt, entweder muss man den Verkehr zurückfahren. Oder der, was drinnen ist, muss den ganzen Weg verkehrt zurückfahren, also das mit zwei Autos nicht ausgehen. Da oben was. Franz, da kann der Herr Johannes antworten, hoffentlich. Und zwar, es ist, das heißt da nicht Backerstraße, sondern das wird wahrscheinlich, vielleicht heißt es Bittenstraße weiter, da wir werden von Nahtdeckerweg, es wird vielleicht eine neue Namensfindung für dort geben. Im Bebauungsplan ist das so vorgesehen, dass eigentlich der ganze Bereich am Gries, besonders zum Nahtdeckerweg, beziehungsweise eigentlich bis zur Verbindung Birkenstraße, durchgängig eine Begleitstraße zur Backer Bundesstraße geführt wird. Und er hat aber immer wieder zwischen den Anbindungen zur B70 aus. Also das heißt, es fährt jetzt das Fahrzeug jetzt nicht die ganze Straße von Angries runter bis am Nahtdeckerweg herumgekehrt und fährt dort raus, sondern es sind dann Querverbindungen auch. Und das könnte man Flächenwidmungsplan oder genauer gesagt einen Bebauungsplan anschauen. Ja, eigentlich eine Frage, wenn man jetzt Verbindungen Straßen macht, aber noch nicht eine Einbahn machen kann. Ja, dann hast du das Problem, dann fährt wirklich alles durch. Dann ja, fährt alles durch. Dann habe ich einen Gegenverkehr. Nein, nur. Also, abschnittsweise Einbahn. Ja. Jetzt ist es eigentlich unmöglich, wenn viel Verkehr ist, aber überhaupt, dass man da durchkommt. Man steht immer wieder. Kommt, hat man das Problem, man sieht nicht, dass man einer rauskommt. Jetzt liegt man schon rechts, einer Mann steht auf der Brücke und hat einen Gegenverkehr. Und der, was auf der Brücke steht, der fährt, das sind sicher 200 Meter verkehrt retour, aber man muss dann mit Auto verkehrt in den fließenden Verkehr fahren, mit einiger verboten ist. Und irgendwann passieren da seine Unfälle auch. Ja, es kann sein, dass man dann in weiterer Folge, wenn wirklich der Begleitweg zur Gänze ausgebaut ist, dass man vielleicht auch diese Brückeneinbindung von der B70, die sozusagen über den Straßengraben führt, dass dort vielleicht dann Aufweiterungen gibt, dass man die ein bisschen verbreitert. Aber nur mit Einbahnregelung, glaube ich, du wirst da kein Problem lösen, weil es wird immer gleich viel in dem Bereich fahren und derjenige, der der Straße oder zur B70 die nächste Straße hat, die wird er wahrscheinlich verwenden. Und damit ergibt sich automatisch diese selbe Lösung, was da mit Einbahn gedacht ist. Der Verkehr selber ist kein Problem. Aber es geht nur darum, dass es zu schmal ist. Wir werden uns das anschauen und mitnehmen. Wir werden das auf jeden Fall
aufschreiben. Ja. Noch Fragen? Damit ihr mir da hinten bleibt. Ein kleines, vielleicht nur nostalgisches Wegproblem. Mindestens 80 Jahre lang konnten Sie vom Bahnhof schräg hinauf über Krughof zur Backerstraße. Seit ungefähr, also mindestens 80 Jahre, so lange bin ich jetzt ungefähr schon auf der Welt, seit einem halben Jahr haben Sie dort eine Tafel, die zwar das Begehen des Weges irgendwie aus schlechtem Gewissen, was weiß ich, gestattet, wenn Sie den Mut haben, den freilaufenden Hund, der auf der Tafel angetrottet wird, um zu begegnen. Ich habe noch nicht gehabt, vielleicht ist das eh nur ein Dackel. Aber ist meine Frage, ist es gestattet, so einen uralten Lipocher Weg aus privater Jux und Dollerei abzusperren? Also den Hintergrund dort kann ich erläutern, weil es ist wirklich so, erstens ist der Hund relativ klein, zweitens tut er nichts. Und es ist, so wie wir in unserer Gesellschaft zurzeit leben, gleich wie die Tafeln am Damm unten, eine reine rechtliche Absicherung, sollte dort doch einer wahrscheinlich den Hund einmal schrecken und gebissen werden, damit demjenigen, dem das eigentlich alles gehört, nicht eine rechtliche... Also es ist nur, es wird alles immer rechtlicher und es ist in Wirklichkeit, das ist der Schutz für den Hund, glaube ich, Also ich glaube, es hat keiner was dagegen, dass man dort weiter durchgeht. Ich glaube, die Tafel hängt deswegen, weil sie irgendwer einen Hund aufgelegt hat, der halt am eigenen Grund herumgelaufen ist. Ja, das, solche Sachen passieren dann halt leider, weil es immer rechtlicher wird. So, wo ist die nächste Frage? Keine Frage mehr? Gibt es noch Wortmeldungen von der Bühne? Bitte, du habt ja ein eigenes Mikro. Ja. Evi sagt noch was. Es ist mir nicht leicht gefallen, bei der letzten Sitzung dem Flächenwidmungsplan nicht zuzustimmen. Aber ich habe jetzt viele Argumente gehört und ich kann nur zustimmen. Ich bin auch skeptisch bei manchen Dingen. Sie haben sich wirklich sehr Mühe gegeben. Also der Bauausschuss, der Herr Radeschitz, der Herr Johann, der Herr Bürgermeister, sie haben um jedes Stück gekämpft, ob es wohl reinpasst, ob das wohl gehen kann. Also wirklich da meinen Respekt und trotzdem muss ich sagen, wir sind eine fortschrittliche Gemeinde. Das kann noch besser sein. Und ich möchte bitten, ich bin dann dafür, wenn wir einen Energieraumplan erstellen für die Gemeinde, ebenso eine CO2-Berechnung, ist auch ganz wichtig, zukünftig der Klimawandel etc., erneuerbare Energien, das ist auch ein Thema, wo können wir erneuerbare Energien anbringen in Liebhoch, wo können wir Plätze schaffen dafür. Das gehört auch alles überlegt und hineingenommen. Und wenn das gemacht wird, dann kann ich auch zustimmen. Und der Verkehr ist natürlich auch etwas, was ganz wichtig ist. Ich bin 20 Jahre, habe ich an der Bundesstraße gelebt. Es ist nicht lustig und es wird nicht besser. Was dann gemacht wird, wir lassen uns überraschen. Dankeschön. Das war jetzt zum Schluss eine schöne Wortmeldung, die sieht, dass wir es uns wirklich alle nicht leicht gemacht haben und versucht haben, vieles zu regeln. Du kannst nie für alle eine Zufriedenheit erreichen, aber wir hoffen für viele und vor allem in die Zukunft gerichtet und vor allem so, dass es für die nächsten Generationen weiterhin lebens- und lebenswert bleibt in Liebach. Bedanke mich fürs heutige Kommen, für eure Aufmerksamkeit. Wir haben Also, bitte, Simon, sag mal was. Ja, also wer mich kennt und wer meine Aussendungen liest, der weiß auch, dass ich Flächen, Grünflächen in Liebach erhalten möchte und dass es auch mir nicht leicht gefallen ist, einen Flächenwidmungsplan so durchzubinden, wie er gewesen wäre noch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Deswegen bin ich froh, dass wir unsere Handschrift da drinnen haben und bin froh, dass wir den so hingekriegt haben, wie er ist, weil er hätte wesentlich schlimmer sein können. Und man kann halt leider gewisse Grundstücke nicht
erhalten, weil es wird gekehrt. Und der, dem es gehört, der hätte gern was von dem. Das war vor 10 Jahren nicht anders und es ist jetzt wieder so. Und warum soll jemand vor 10 Jahren Geld mit seinem Kunden machen dürfen und jetzt nicht mehr? Warum soll vor 40 Jahren jemand mit einem 20-Jähriger profitieren vom Grund seiner Oma, von seinem Papa und sie dadurch Eigenheit schaffen können? Warum soll es jetzt nicht mehr möglich sein? Das verstehe ich nicht ganz. Warum? Das verstehe ich nicht ganz. Die Diskussion fangen wir jetzt aber bitte nicht vor Publikum. Egal. Aber das ist etwas, was ich nicht ganz verstehe. Und der Großteil vom Flächenwidmungsplan besteht aus Bürgerwünschen, denen wir nachgekommen sind. Und für alle anderen Dinge haben wir auch eine sehr gute Lösung gefunden. Und mir ist es halt ein bisschen zu wenig, immer nur von Überschriften zu reden, wie einer Klimatabelle oder so. Es wäre schön, wenn man wirklich ordentliche und sinnvolle Projekte hinkriegen würden und nicht immer nur über Überschriften reden. So wie es halt grüne Politik wäre. Das geht jetzt. Es gibt noch ein Brötchen, bitte packen. Ganz kurz zu den Steuern. Ich habe eine Nachfrage.